Yoshi, schau mal! Das ist ein echter Samurai! Sei vorsichtig, er hat ein großes Schwert! Oh oh, wow! Oh, Glück gehabt! Schnell weiter! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Herr von Samurai Schloss. Yoshi, du bringst es auf den Punkt. Heute wird es sehr interessant. Im Hintergrund sehen wir Kirschbäume. Es ist also die Sakura-Zeit in Japan, die Kirschblütenzeit. Und wir verstecken uns in unserem Ninja-Anzug, in diesem Roboter-Anzug, möchte ich fast sagen, um zu unserem Ninja zu kommen. Der sogar Aufzüge hat. Na, das scheint mir ein sehr moderner Samurai zu sein. Okay, Yoshi, sei bitte vorsichtig. Hier hängen auch verschiedene Schwerter und Säbel an der Wand. Alles Waffen eines wahren Samurais. Und natürlich viele Fallen. Wir sollten also aufpassen. Oh, da kam ja ein Ninja runter. Das war fies. Und das Ding bringt uns sogar nach oben. Sehr, Moment mal. Stehen geblieben. Das war jetzt fies. Hey, ich muss nochmal hoch, bitte. So, okay, dankeschön. Jetzt komme ich hier runter. Wow, was bist du denn für einer? Woher kommst du denn? Aus der letzten Teezeremonie oder was? Okay, jetzt da hoch. So, und... Oh, ich muss mich hier beeilen, aber... Und das sind jetzt Stacheln. Oh, da oben läuft ein Samurai rum! Autsch, direkt in die Stacheln rein. Ich dachte, die wären schon weg. So, ich glaube, diesen Samurai werden wir jetzt gleich begegnen. Ich weiß nicht, ob ich Angst haben soll oder ob ich mich einfach trauen soll. Naja, wir finden es gleich heraus. Wenn man es nicht ausprobiert, wird man es nie herausfinden. Daher bin ich jetzt mutig. Okay. Jetzt müssen wir nach oben und dann geht's los. Meine Lieben, hier kommt noch der Hinweis, wenn euch Yoshi's Crafted World gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr nichts mehr verpasst. So, hey, du da. Wow. Kann ich auf deinem Schwert... Ah, haha, ich bin auf deinem Kopf und er weiß es nicht mal. Oh, hier komme ich nicht weiter ohne unseren lieben Kollegen. So, Moment. Dankeschön, ich habe dich gebraucht, um hochzukommen. Okay, hier bewegt sich gleich alles. Wir gehen erstmal hier hoch, oder? Natürlich habe ich jetzt kein Ei umzuwerfen, na toll. Aber da kommt schon mein Eiervorrat, oder vielleicht auch nicht. Den Ninja brauche ich, damit ich ganz kurz theoretisch zu der Wolke zurück kann. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, das mache ich noch kurz. Okay, wir warten. 3, 2, 1 und Sprung. Gut, hoch. Okay, nochmal drauf, nochmal. Okay, stopp, nochmal bitte. Nicht so stürmisch, ja? So, gibt es hier nicht noch irgendwo Eier oder sowas zu holen? Ha, gut, dass ich nochmal zurück bin. Hatte ich so ein Gefühl, dass da noch was ist. So, okay. Hey, huhu, hier bin ich. So. Ah, man kann auch auf dem Schwert stehen. So, okay, gut. Dann geht es jetzt, hier rüber. Wir warten auf unser Trampolin. 3, 2, 1 und Sprung. So. Jetzt aber. Jetzt müssen wir aber zielen, weil ich habe nur ein Ei. Gut. Haha. Sehr, sehr guter Wurf. Nochmal 3 rote Münzen extra. Ja, die haben gut getan. Die habe ich echt gebraucht. Hier mit diesen Aufzügen. Also, solche Samurais arbeiten gerne mit Aufzügen. Sagt mir so mein Bauchgefühl. Was muss ich denn jetzt tun? Ich muss damit runter. Damit komme ich nicht hoch, weil das ja schon blockiert wird von dem blauen Ding. Aber wenn ich das hier bewege, komme ich doch mit dem roten hoch, oder? Ach, Moment mal. So, nach oben. Und dann hier aus den Aufzügen raus. Okay, war ja einfacher als gedacht. Jetzt haben wir hier wieder Shy Guys. Ist hier noch irgendwas versteckt? Aha, wieder was Verstecktes, eine versteckte Wolke. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Manchmal ist es sehr auffällig, wenn ein Bereich einfach ziemlich leer ist. Dann weiß man, okay, ne? Da sollte man vielleicht nochmal zurück und nachschauen. So wie hier. Auch sehr auffällig gewesen. Hier ist noch eine Box, die man abwerfen könnte, aber ich habe jetzt kein Ei. So, aber das ist mir wichtiger. Die Wölkchen, die verstecken ja immer wichtige Sachen. Und was haben wir hier? Sehr gut. Wir sind wieder ausgestattet. Wow, das ganze Haus hat sich bewegt. Was war denn jetzt los? Okay,
Also dieses Hausrätsel scheint auch sehr, sehr merkwürdig zu sein. Aber umso besser, denn so merkwürdige Rätsel sind viel, viel lustiger. Okay, wusch. Kawusch, kawusch, kabumm. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Moment mal. Muss ich das nochmal aktivieren und nochmal nachsehen? Okay. So. Jetzt schaue ich mal da nach hinten. Zack, zack, zack. So, okay. Wow. Jetzt hat sich mehr bewegt, als ich dachte. Aber jetzt komme ich zu dem Schlüssel. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Und mit dem Schlüssel im Gepäck kann ich die große Tür öffnen. Davor hole ich mir natürlich Eier aus der Eierbox. Und rein mit uns. Oh, da kommen wieder ein paar Handlanger. Der Ninjas. Hier haben wir Plattform. Ich glaube, es lohnt sich, da schnell zu sein. Da hinten habe ich jetzt gerade noch eine Geschenkbox kaputt gemacht. Da waren Münzen und eben eine rote Münze drin. Also, falls ihr die eine sucht und die vergessen haben solltet, da ist sie versteckt. Nicht vergessen. Moment, ich will noch die Blume. Okay, sehr gut. Und jetzt haben wir... Oh, uns fehlen noch zwei. Wo habe ich denn die stehen lassen? Na gut, wir müssen nochmal gründlicher schauen. Bin ich denn gerade auf dem richtigen Weg? Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Schon wieder Aufzüge. Das hört ja hier gar nicht mehr auf mit den Aufzügen. Okay, aber das kann ich hier gar nicht bewegen. Wollt ihr mich gerade verkeksen? Was ist das denn für ein komischer Ort? Nochmal runter. Ach so. Das muss ich also gar nicht aktivieren. Das ist nur eine Attrappe. Um mich zu verwirren. Okay. So, Achtung. Ach, na toll. Na toll. Ach, Teppichdörtchen. Das ging etwas schief. Warum sind die Eier eigentlich unterschiedlich? Also haben die einen anderen Effekt? Weiß es jemand von euch? Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Denn ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass es in anderen Yoshi-Spielen der Fall ist. Aber hier ist es mir noch nicht aufgefallen. Zum Beispiel das glitzernde Ei. In Yoshi's Island waren immer Eier mit roten Münzen. Und rote Eier waren, glaube ich, immer Eier, die einem noch Sterne gegeben haben. Diese kleinen hüpfenden Sternchen. So, hier haben wir drei Samurais, mal kurz erwähnt, die hier Wache schieben. Und solange sie mich nicht sehen, sind sie eigentlich gar nicht mal so gefährlich. Und durch den schmalen Gang wird er eh nicht laufen. So, da ist noch ein Häuschen, falls es jemand sucht. Hallo, Shy Guy. Was ist das denn hier? Okay, aber da ist auf jeden Fall ein Schalter. Oh, Moment, den nehmen wir noch mit. Wow, das komische Ding da bewegt sich. Okay, nochmal. Jetzt einmal nach oben. Oh, Moment, den nehme ich noch mit auf. Und jetzt bewegt sich das Haus. Ja, habe ich schon fast gedacht. War ja einleuchtend. So, jetzt muss ich noch weit... Ach so, nee. Muss ich da noch weiter drehen? Ah ja, genau, so. Okay. Da scheint es nichts mehr zu geben. Dann können wir jetzt hier weiter nach rechts. Eine Boss-Tür. Was passiert jetzt? Kommt wieder, hier Baby-Bowser? Hallo? Ist hier jemand? Natürlich, Kamek und Baby-Bowser. Ah, du gibst nicht auf, was? Meine fiesen Fallen werden dein Verderben sein. Oh nö, was habt ihr denn jetzt wieder vor? Achtung! Na toll. Das gibt jetzt mächtig Ärger. Bestimmt mit einem Samurai, oder? Das ist aber ein kleiner Samurai. In einem Kimono. So, hi. Ich weiß gar nicht, wie ich dich bezwingen soll, aber... Was ist denn deine Schwachstelle? Oh, was passiert jetzt? Wow! Stachelwände! Sag mal, bist du verrückt? Das ist gar nicht mal so ungefährlich. So, dann schieße ich dich einfach ab. Oh. Habe ich dich erschrocken? Okay, anscheinend muss man den Samurai erschrecken, indem man zu ihm läuft. Okay, das ist ja auch mal lustig. Sonst gibt es immer Samurais, die dann tapfer sind und stark. Aber nein, der hat einfach nur Angst. So, hoffentlich sieht er mich nicht. Ich bin unsichtbar und in Wirklichkeit ist er nicht unsichtbar. Okay, aber trotzdem lustig das Ganze. Wir sind aber weiterhin vorsichtig. Man weiß ja nie, was im nächsten Moment passieren kann. Okay. Wie komme ich denn jetzt zu dir? Eigentlich gar nicht mal so schwer hier. Und Wumms.
Das war Treffer Nummer 2. Das bedeutet, eigentlich müsste er noch einen Treffer aushalten können. Und er braucht noch einen Treffer, bis wir ihn dann bezwungen haben. Gut. Den schnappen wir uns. Den lieben Kollegen hier. Der wird noch sein blaues Wunder erleben. Das kann ich euch versichern. Der kleine Frechdachs hier. Mensch. So. Dann komm mal her. Komm mal her. Ich komme irgendwie noch zu dir. Ich muss nur überlegen, wie. Das ist wieder so ein kleines Rätsel. Und ich muss immer darauf achten, dass diese Wände nicht... Oh, nee. Ehrlich? Schnell hoch, schnell hoch. Wow, das war knapp. Hätte mich jetzt fast erwischt. So, wie komme ich denn in diese untere Ecke zu ihm? So. Aber wie komme ich da jetzt rüber? Also, irgendwas mache ich hier noch falsch, weil ich... Es wäre gar nicht so einfach, wenn ich da noch ein Trampolin hätte. Ich muss nochmal hoch. So, ich müsste nämlich da durch diese Tür. Aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das wünsche. Da ist keine Tür, okay? Noch einmal. Okay, da runter. Da komme ich nicht durch. Ach, Moment, kann ich vielleicht auf die rechte Seite? Ja, jetzt muss ich kurz warten, bis da irgendwas passiert. Oder eben nicht passiert, doch. Und komplett auch nochmal nach unten. So. Ah, nein. Ach, nö, das wollte ich eigentlich gar nicht. Moment, die Tür ist gesperrt. Also, wenn ich jetzt hier rüber gehe... Ach, nee, immer diese Wände, die einen wirklich davon abhalten, hier mal ordentlich das Level abzuschließen. Aber gut. So. Das aktiviert. Ja gut, das kann man ja nicht aktivieren. Das habe ich verstanden. Aber dann kann man an dieser Stelle... Ach nee, ach nee. Moment. Ah ja, jetzt habe ich die Tür geöffnet. Schaut mal, die Tür bleibt jetzt offen. So, das heißt, wir bringen das runter. Gehen wir mit dem Trampolin hoch durch die geöffnete Tür. Wodurch wir dann hier... Ah, Moment, Moment. Nein, ich aktiviere das. Das Blaue jetzt. Erstmal hier kurz ausweichen. Jetzt das Blaue aktivieren, sobald ich kann. Und jetzt bin ich hier, kann darüber, kann die Tür öffnen. Und dann, ja, was ich dann mache, weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube erstmal warten. Aber ich bin nah dran, ich habe ihn gleich. So, okay, ja, jetzt muss ich mit dem Roten wieder hoch, glaube ich. Und dann kann ich nämlich durch die Tür, oder? Oh, was ist das denn? Nein, nein, stopp, stopp. Oh, nee, ich habe es vermasselt. Autsch. So. Genau hier rüber. Und jetzt bin ich bei ihm. Ja, jetzt. Zack. So, hey, du hast dein Kimono verloren, mein Lieber. Komischer Samurai-Gegner. Aber wir haben es geschafft. War aber knifflig. War wirklich knifflig. Aber auch ein schönes Rätsel für mich. Yoshi, niemals aufgeben. Immer Gas geben. Geschafft. Herr von Samurai Schloss. Sehr schöner Titel für ein Level. Und Yoshi freut sich auf jeden Fall. Und jetzt können wir den Teppich ausrollen und uns in die nächste Welt schwingen. Mal sehen, was das für eine Welt sein wird. Wir gehen jetzt aber noch hier in diesen Shop, wo wir schon mal was geholt haben. Und schaut mal, da haben wir schon mal ein bisschen was eingekauft. Mal sehen, was wir diesmal ziehen werden. Man zieht ja immer was Neues. Es gibt nicht so wie in Lego-Spielen Sachen, wo man doppelt zieht. Rauszieht. Bambuszylinder und Asien-Pralinenschachtel. Süß. Eine Pralinenschachtel. Yoshi kann in einer Pralinenschachtel herumlaufen. Goldig, goldig, goldig. Oh, wieder eine schöne grüne Welt. Ah, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 15 Grinseblumen. Die gebe ich dir, mein Lieber. So, bitteschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Zack. Danke, es geht mir schon viel besser. Wer bist du denn eigentlich? Wie heißt die Welt hier? Reisekofferwelt? Urlaubswelt? Ah, oh, was? Rumpeldschungel. Herzlich willkommen. Oh, ein Dschungel. Ich glaube, das wird automatisch meine Lieblingswelt. Schaut euch mal, wie süß dieser Koffer aussieht. Oh, ich habe mich gerade in diese Welt verliebt. Ich war noch nicht da und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, weil es so schön ist. Oh, ich heul gleich. Meine Lieben, rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von Yoshi's Crafted World. Einfach mit eurem Finger da drauf tippen und links unten. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Bitte bleibt wie immer katztastisch.